Das zweite Programm Lager. Das Lager ist das zweite Programm und stellt einen einfachen 3D-Bauteil dar. Dieses Programm bildet die einfachsten Grundlagen, wie zum Beispiel die Darstellung von Grund-, Auf- und Seitenriss. Es folgen die ersten Bemaßungen auf der Zeichnung wie Durchmesserbemaßung, Bemaßung der Radien und einfache Abmaße der Längen. Man lernt Begriffe wie Doppelbemaßung kennen und die verschiedenen Linienarten, wie zum Beispiel Volllinie, Symmetrielinie und die dazugehörige Strichstärke, welche natürlich genormt sind. In diesem Programm findet natürlich die Normschrift sofort im Schriftfeld Verwendung.